Jawohl, Gothic 3 und los. Was? Gothic 3 am Wochenende? Was soll denn das? Wo ist Rayman? Ja, keine Ahnung. Ich dachte jetzt einfach, sucht man mal Gothic 3 ein bisschen weiter. Bis wieder neue Rayman-Folgen anstehen. Was geht heute ab? Wolfsclan, Leute. Habt ihr Bock aufs Wolfsclan? Wir machen Wolfsclan. Ich wollte doch die fette Axt, das fette Messerchen. Schlippelab, schlippelab. Schleifen, schleifen, Vollgas schleifen, Richtschwert, bam, läuft bei uns und auf die 4 bitte, läuft bei uns, fette Rüstung, fette Waffen. Ich war vorher noch beim Jäger Hansson, dem Typ mit die Hochlandhirsche, und ja, da war auch dieser Hirsch, da war dieser Hochlandhirsch, einsam und verlassen, und ich habe ihn abgeknallt, und es war wirklich nur noch einer. Der Quest ist jetzt erfüllt. Wolfsclan war das? Zu seiner Jagdhütte irgendwo hier. Erledige Hirsch auf dem Plateau. Genau, ist jetzt fertig. Es war wirklich nur noch einer. Und er war zufällig da. Und so schnell konnte ich überhaupt nicht auf Aufnahme drücken. Dann war der schon wieder tot. Keine Ahnung. Jo, der Typ dort bekommt seine Felle. Und dann labern wir mit dem Oberjumbo. Mit Barbo vom Wolfsclan. Die ganzen anderen Leute hier haben wir ja jetzt eigentlich schon gelabert. Liege ich da richtig? Keine Ahnung. Ich habe hier Felle von Hanson. Ah, die Eiswolffelle. Ich habe schon darauf gewartet. Warte, ich habe hier was für dich. Ich habe ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Wir haben sie beim Kloster eingetauscht. Oh ja. Gib mir Heiltränke. Hier. Immer mit. So, läuft. Also, zum Typen da oben. Durch an die fetten Golems vorbei. Durch, da brauchen wir noch ein bisschen Ruf in Nordmar, das wäre nicht verkehrt. Dafür die fette Rüstung. Die fette Nordmar-Rüstung. Also erstmal für die mittlere Nordmar-Rüstung, weil die fette ist noch in weiter Ferne. Grimm ist da Oberbarbo. Juh. Okay, schaut ihn euch an. Eingewickelt in irgendwelche Tücher. Hat er auch was in seiner Hütte? Lordi da, da hängen ein paar Schwerter beim Kamin. Fisch. Nein, Fisch will ich nicht. Ich will die Schwerter. Es sind ganz normale Zweihänder, oder? Ah. Busch. Eine Truhe. Was tut er, du? Bisschen Gedöns. Ja, bisschen Gedöns. Nimm mal mit. Da drin. Ein bisschen Gedöns, ha? Lass mal drin. Behalte einen Dreck. Behalte. Halt! Hier sind einige wertvolle Volle Sachen Sachen verschwunden. verschwunden. Ich nehme an, darüber weißt du auch nichts. Nein. Wir beobachten Oh nein! Jetzt macht er einen auf CIA oder was? Niemand beobachtet mich. Gibt es da hinten irgendwas? Keine Ahnung. Bevor wir jetzt mit dem labern. Nö. Der Berg sieht auch. Können wir den besteigen? Ah, Leute, Bergsteigen. Bergsteigen. Kommt man da rauf? So, da kommt man ein bisschen rauf. Aha. Könnte man da THW vorbei zum Eisschippen? Nee, Schmarre. So. Kommt man nicht drauf. Schade. Schade, vielleicht da außen rum irgendwie. Da so. Über die Hütte. Über die Hütte. Kommen wir auf die Hütte? Ah, ich will jetzt. Wir labern zuerst mit dem Typen. Willkommen, Wanderer. Bist du Jäger? Früher hatten wir oft Besuch von den Jägern aus Faring. Aber das ist vorbei. Die Orks lassen kaum noch jemanden durch. Aber du hast es geschafft, dich durchzuschlagen. Was kann ich für dich tun? Ruf. Eine fette Rüstung vielleicht, keine Ahnung. Erzähl mir was über das Dorf. Ich bin Grimm, der Anführer des Wolfsclans. Das ist mein Dorf. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Aber mach keinen Ärger. Die Wölfe sind zahm und gehören zum Dorf. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Nee, wir machen nur Übungskämpfe hier. Wie ist die Lage? Ernst. Die Orks machen mächtig Ärger. Die Jäger haben Probleme, ungeschoren zu ihren Jagdgebieten zu kommen. Die meisten Sorgen mache ich mir aber über Bogir. Er ist unser bester Jäger. Aber er sitzt nur noch vor seiner Hütte und bläst Trübsal. Kein Mensch weiß, was er hat. Oh nein, der arme Bogier. Was ist nur los mit ihm? Hat er seine Tage? Wer weiß? Wo finde ich Bogia?
Seine Hütte ist direkt oberhalb des Dorfeingangs. Ja. Was unternimmst du wegen der Probleme? Ich habe einen größeren Jagdtrupp Richtung Süden geschickt. Ich hoffe, sie haben Erfolg. Oh, gegen Süden. Wo ist der Jagdtrupp? Auf Wolfsjagd. Folge dem Weg, am Holzfällercamp vorbei. Wenn du an eine abgebrannte Hütte kommst, schlage dich links in den Wald. Auf jeden Fall. Braucht ihr Hilfe? Das Dorf ist erstmal sicher. Aber die Orks besetzen immer wieder die Brücke im Süden. Das ist der Weg zum Pass. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Frag mal Hogar. Vielleicht kann er dich begleiten. Okay, mit Hogar zu den Jagdhütten. Ey, das ist voll interessant. Sieht man es nicht mehr. Da vorne hat es so ausgesehen, als würde da mal eine Tasse ein bisschen mit dem Greenscreen interagieren. Ab und zu sieht man da Bildfehler. So ein Scheiß. Alter, welche Amateur hat das eingestellt? Fusch. Fusch beim bärtigen Mann im Internet. So, drauf. Ah, okay, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Busch, viel zu weit. Nein, voll in den Busch. Oh nein. Ja, furchtbar. So, kommen wir da rauf. Ah. Da, in Spalten ist es... In Spalten ist es immer gut. Oh nein. Was hat der Typ heute nur? Erst der Busch, dann die Spalte. Ja, nice. Nice, jetzt kommen wir da vielleicht doch hoch. La. Mit Anlauf. Mit Anlauf. Ah, knapp vorbei. Okay, Leute, zweiter Versuch. Beim zweiten Versuch geht es immer besser. So, sprinten und rüber. Aha. Aha, wahrscheinlich gibt es hier überhaupt nichts. Oder so ein Ding, so ein Loch in der Welt oder sowas. Aber sowas gibt es in Gothic 3 nicht. Das ist alles ausgebaut. Okay, da kommt man echt nicht rauf. Da kommt man echt nicht weiter. Gähnende Leere, gähnend nichts. Komm, schade. Nicht mal irgend so ein Easter Egg oder so. Irgendwo gab es diese fetten Easter Eggs. Dieses aus Stein geschriebene Piranha-Bytes-Zeichen und sowas. Also da wäre Bogie. Der chillt auf seine Felle an seinem Lagerfeuer. Perfekte Zeit für ein Steak. Aha. Was willst du? Lass mich allein. Lass mich allein. Ja, was denn los? Was ist los mit dir? Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Geht's ein bisschen genauer? Es ist Zeit für die letzte Jagd. Okay. Letzte Jagd. Letzte Jagd? Was meinst du damit? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Druide und Jäger. Ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch. Und das berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend und der Sieg schmeckt schal. Es ist vorbei. Andere sind schneller, stärker und hungriger als ich. Es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Oh nein, es ist vorbei. Die armen Alten und Schwachen. Du stehst auf diese Jagdgeschichte, oder? Das verstehst du nicht. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ein Teil von ihm ist Wolf. Hatte er vielleicht den Wolfstein? Fragen über Fragen. Er gehört zum Waldvolk. Er ist ein Druide. Hätte ich da mal gesagt, ne? Wer in drei Götternamen ist der weiße Hetzer? Er ist ein Wolf. Größer, stärker und schlauer als ein normaler Wolf. Der unbeirrbare Jäger. Er kommt, weil es Zeit ist, einen neuen Hüter des Wolfstands zu suchen. Okay. Ja gut, mach ich. Warum gehst du nicht? Ich warte. Auf wen? Auf meinen Nachfolger. Er ist noch nicht gekommen. Okay. Wer ist dein Nachfolger? Der, der den weißen Hetzer tötet. Okay, mach ich. Wo ist er denn? Wo ist denn dieser weiße Hetzer? Sie mir was beibringen, handeln. Du bist also ein Wolf. Das musst du mir erklären. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Druiden. Aber kein Name kann erfassen, was es bedeutet,
ein Teil des Tieres zu sein. Du weißt nicht, was es bedeutet, als Wolf durch die Wälder zu streifen und das Blut deiner Beute zu riechen. Alles ist einfach. Es gibt nur dich und deine Beute. Am besten, du hältst dich da raus. Du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Ja. Der Sieg über den Hetzer hat mich verändert. Ich bin Träger des Wolfsteins. Er verleiht mir meine Fähigkeiten. Oh. Was ist das für ein Stein? Er ist mein Erbe. Bevor ich aufbreche, um in den Wäldern zu sterben, werde ich ihn an meine Nachfolger übergeben. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Alles klar. Wie bekomme ich den Stein? Töte den Hetzer und du wirst mein Nachfolger. Der neue Hüter. Der neue Hüter, ja. Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Sonst wirst du schneller zur Beute, als dir lieb ist. Vom weisen Hetzer, ja, wo ist er denn? Wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit. Im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Weit im Norden. Rück den Stein raus oder ich werde dich töten, ja? Quick Shave? So, Bugie, was passiert? Rück den Stein raus oder ich werde dich töten. Unterschätze mich nicht, Mensch! Der alte Wolf hat noch Zähne. Ich werde dich zerfetzen, wenn du versuchst, mir den Stein abzunehmen. Töte den Hetzer und ich werde dir den Stein geben. Versuche mich zu töten und du stirbst. Rück den Stein raus. Rück den Stein raus. Stirb. Na warte, Bürschchen. Oh, leck, er ist sauer, was will er denn? Ja, Leute, das geht ja mal gar nicht. Bugie, der alte Mann, er macht ernst. Doch da. Beruhig dich, Kleine. Druidendödel. Er geht jetzt hier nur ein bisschen auf Wanderschaft. Damit der ganze Clan hier nicht eskaliert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ladida, so ein bisschen auf. Ja, komm. Put an den holden Damen vorbei. Stimmt, die fehlen, glaube ich, auch noch. Gesprächsmäßig. Bugie, über die Brücke. Komm mit. Put. Lieber Bugie, komm, bin doch da. Jetzt will dein Bub oder was? Hallo? Ja. Komm. Zeit für ein Duell. Ha, safe. Schreit wie ein Mädchen. Okay, was hat er denn? Eiswolfsfell, Stein des Druiden. Der Druidenstein des Wolfes. Ruf beim Waldvolk, ruf beim Wolfsclan. Was passiert jetzt, wenn ich... Wir warten jetzt mal, ob der was sagt. Und wenn nicht, bekommt er ein Schwert. Zwischen die Beine. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Beim nächsten Mal kommst du nicht. Steck ja, und? Die Waffe weg. Er hat nichts. Er kommentiert es nicht mal. Steck die Waffe weg. Was ist das? Braucht man Bogio noch? Druidenpark. Waldvolk. Weg. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem anderen. Die Damen lassen wir noch ein bisschen warten hier. Die Sonne. Die Ding da. Die Sunny, der Sonnenschein. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ja, Leute, sowas muss man durchziehen. Waldvolk. Sorry. Es geht halt nicht anders. Ja. Hätte ich kein Pardon. So, wir sollen jetzt noch irgendwelche Jagdhütten finden. Gunnar war es nicht. Und irgendeiner begleitet einen. Dabei war das der... War das der Kampftyp? Der da? Uge? Genau. Grimm schickt mich. Er meint, du kannst mich begleiten. Worum geht's? Die Brücke im Süden. Da treiben sich immer wieder Orks rum. So ein paar Orks erledige ich vor dem Frühstück. Jo. Gehen wir zusammen? Klar. Ich werde dir mal zeigen, wie man eine gute Axt schwingt. Ja. Schön. Dann zeig mal, wie meine Axt schwingt. So, dann kann ich auch wieder das Ding da nehmen. Wenn die Nordmänner zusammen unterwegs sind, da kann man schon ein bisschen so
doppelt zwei Hände hantieren. Mit der Rasierklinge des Todes, Hoga. So, es ist auch die Frage, wo diese gewissen Orks jetzt sind. Das läuft schief mit dem. Hoga! Jungs, hier ist Rush Hour. Hier ist die Rush Hour des Todes. Nein, komm. Mach keine Spirenzchen, Hoga. Alter, er kommt auf die Todesliste. Hoga. Ja, jetzt geht's. Hetzert. Leute, entspannt euch. Gönnt euch einen Schluck Tee. Entspannung pur. Also es gab da mal vor 2.000, 3.000 Folgen mal eine Brücke mit Orks. Und irgendwie läuft er jetzt in die Richtung von genau dieser besagten Brücke. Hoga. Wo ist er denn? Da ist er, hinter die Büsche versteckt. Hoga, was wird er tun, wenn er herausfindet, dass die Orks schon lange tot sind? Da gibt's noch Erz. Waren wir da schon? Gute Frage. Hoga, wo sind da die Orks? Komm, zeig sie mir. Dann wird filetiert. Noch Blümchen, Doder Troll, mit Déjà-vu. Wir waren hier schon mal. Da vorne müsste dann, hinter dem Hügel müsste dann die Brücke kommen. Ja, hier so. Da ist sie, die kleine Brücke. Oh nein, Hoga, wir sind umsonst hier. Die Brücke, sie ist doch schon befreit. Das sind sie. Ja, oh nein. Orks! Bett! Wo kommt ihr her? Spürt die Klicke der Eskalation, die wir jetzt erstmal. Gott, Gott, Gott! Lex! Oh mein! Oh nein! Was soll ich tun? Alles leckt! Ich kann nichts tun! Krieger! Ha! Frei die Brücke im Süden! Zum zweiten Mal! Ja, glaube ich dir! So richtig geil durch die Orks durchzufiletieren. Denen haben wir es gezeigt. Die kommen nicht wieder. Was jetzt? Zurück ins Dorf. Hier draußen frieren wir uns nur die Eier ab. Verstehe. Verstehe. Okay, hier frieren wir uns die Eier ab. Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Ja, und haben wir kleine Lecks. Leckt es hier? Ich weiß es nicht. Jungs. Stellungen. Ich gehe wieder auf Metal. Weiß nicht, ob es leckt. In der Aufnahme sieht es gerade ein bisschen leckhaft aus. Krieg dich wieder ein, Kossig. Krieg dich wieder ein. Wird schon so funktionieren. Hier soll irgendwo Robert Wolby sonst vielleicht. Ja, die Sache in Ordnung ist, hier gibt es ziemlich viele Leute, die gerne Felle hätten. Und vielleicht will auch demnächst irgendwann mal einer Wollbisonfelle. So kann es nicht schaden, da mal ein paar mitzunehmen. Gebt mir eure Felle! Jungs, ich töte euch nur wegen dem Fell. Ja. Robert, wie viel Fleisch waren das jetzt? Das waren 16 Fleisch. Ich will nur die Felle. Kann ich irgendwie 16 Fleisch zerstören? Der nächste Händler bekommt 16 Fleisch. Will der auch noch Stress? Ah, jetzt sind 16. Jetzt hat 4 mal 4, 16. Das kleine 1 mal 1. Oh nein! Jetzt machen wir hier auch noch Matheunterricht. Das ist nur kaputt. Nur diese Samstage. 6. Also Fleisch. So, irgendwo hier ist. Da ist die Hütte, genau. Meine Fresse. Eine Fresse, wie ich die gesucht habe, diese Hütte. So, Schlitz. Durch den Busch durch? Ne, haut ab. Hätten Luckshot werden können. Hätten Luckshot werden können. Da gibt's noch Gold. Oh, da gibt's noch Gold. Nice. Okay. Der Typ da oben. Um was geht's bei dem? Keine Ahnung. Das ist einer von die Schmiede, von die Erzschmelze. Das heißt, um irgendwann mal den Ding zu lernen. C. Charakter.
Ja, ich kann weiterlaufen, wenn das offen ist. Ja. Waffen aus reinem Erz zu schmieden. Brauchen wir die Zustimmung? Also das kann einem bloß der Ingwer beibringen. Und dafür brauchen wir Zustimmung von alle anderen Erzschmelzer hier in Nordmar. Ja, und der Bäder da. Moment, noch weiter hoch. Da oben, ja, genau. Olbison. Und der Bäder ist halt auch einer von den Schmieden, wo man da die Zustimmung braucht. Schuss. In your anus. Knapp vorbei. Oh Gott, ich schieß wie ein junger Gott. Ah, sehr gut. Das hat jetzt ein Treffer werden müssen, Leute. Okay, scharfer Pfeil. Passt. Labermama mit dem Typen. Genau. Jo, komm. Put. Radgar. Ich ruhe mich ein wenig aus. Und Beda. Schon mal ein Kram. Hier ist ein Kram. Dann sind wir im Geschäft. Willst du mit mir handeln? Nö. Zeig mir deine Ware. Eiswolfsfell und Erz. Und er hätte noch Erzrohlinge. Mutter wurscht sein und wir haben noch eine Menge Schrott. Ja, häuft sich an. Will ich aber gegen Rüstungen eintauschen, also. Es dauert noch ein bisschen. Bitte. Ingvar schickt mich. Warum? Ich habe mit dem Clan nichts mehr zu schaffen. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. Nein. Er wiederholt den Fehler, den ich damals tat. Hast du ein Problem? Ja. Deine Ausbildung wird dir nur den Tod bringen. Genau wie meinen Schülern. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Ich sage nein. Du sagst ja. Was ist, wenn ich die Aufgabe deiner Schüler beende? Nein. Das ist zu gefährlich. Doch. Alles in Nordmar ist gefährlich. Gut. Aber ich habe dich gewarnt. Wenn du es schaffst, die Zutaten zu besorgen, dann hast du meinen Segen. Okay, und was willst du jetzt für Zutaten? Das Herz eines Drachen? Keine Ahnung. Die Zehennägel eines Ogers? Ich werde deine Aufgaben bestehen. Was soll ich holen? Das Horn eines Schattenläufers. Schattenläufer, aber. Hier ist der Kram. Jetzt kannst du die Waffe bauen. Du hast es tatsächlich geschafft. Und du lebst. Ja, jetzt musst du nur noch das Schwert schmieden. Das werde ich. Und du gehe mit allen guten Wünschen zurück zu Ingvar. Er soll dich lehren. Denn was mich angeht, bist du bereit, die Kunst zu lernen. Ein Schattenläuferhorn. Bitte. Willst du mich verarschen? Herrgott, es gibt keine Viecher, die so einfach sind wie Schattenläufe. Das ist... Ah. Nein. Okay, hast du irgendwas... Ich glaube, die Hütte haben wir schon... Die haben wir schon ausgeräumt, ne? Fuck. Eder, der kommt auf die Todesliste, Leute. Hier ist zwar mal ein Tee drauf. Es gibt jetzt echt mal wieder einen Eintrag. Und Bierkäpselchen sind auch tot. Die Todesliste ist schon richtig eingestaubt, das Ding. Ja, hier. Ich weiß nicht, ob man die Namen sieht. Das blendet. Blendet. Das ist das Licht. Da oben ist das Ultralicht. Peter. Was steht eigentlich sonst noch drauf? Soll vielleicht geheim bleiben. Todesliste. Der Healer in Nemora, der Dicke. Gonzales. Aus irgendeinem Grund ist Gonzales, der Typ aus Mor Azul, ist auf der Todesliste. Saturas, den können wir schon mal abhaken. Amul, das ist der Typ, der immer Predigten hält in... Schieß mich tot. In Bakaresh, genau. Bakaresh. Cyrus? Cyrus? Keine Ahnung, den suchen wir noch. Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgeschrieben, wo der wohnt, das war ein Fehler. Und
Anbeter. Gelden. Die Minenwache in Gelden. Okay. Okay, wird lustig, die abzuarbeiten. Egal, zurück zum Wolfsclan. Zurück, jetzt hätten wir die Sache mit der Todesliste mal wieder ein bisschen fortgeführt. Schmiede haben wir. Bäm, Wolfsclan. Und dann gibt es im Süden noch irgendwo so ein Jägerlager. Können wir auch noch hingucken. Und dann labern wir vielleicht mal mit den zwei holden Maiden. Aber das... Da gehen wir jetzt zuerst ins Jägerlager. Oder? Oder labern wir noch mit die Damen? Hey, wir suchen das Jägerlager. Die Damen können warten. Ach, stimmt. Ja, der liegt da. Oh, nein! Er wollte doch nur den weißen Hetzer und jetzt... Wurde er gehetzt, bis er weiß ist. Keine Ahnung, also da ist das Holzfällerlager. Die Jungs haben Schinken bekommen. Und irgendwo hier soll da noch ein Jägerlager sein, im Süden. Da ist hier so, genau in der Richtung, in die wir jetzt laufen. Tschüss. So eine kleine Ansammlung an Jägern. Da vorne vielleicht auf dem Plateau oder noch ein Hirsch. Wölfe. Nie Säbelzahntiger. Schuss. Your face. Ah. Nice. Schön. Okay, Jungs. Okay. Spür die Fechtskills. Zonk. 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 Ah. Puh. Na, vielleicht. Vielleicht lernen wir doch noch ein bisschen Stärke. Bums. Bums. Haben wir eigentlich noch ausrichtungstechnisch? Das ist das mit Resistenz gegen Krankheiten. Lebensenergie 50. Das sind halt 5. Das sind 10 Lernpunkte, deswegen. Ich das an, also über 10 Lernpunkte. Und einen Stärkering. Wir hatten noch einen Stärkering. Das andere, nee. Belassen wir dabei. Einen Stärkering, einen Pfui Adanos-Ring. Nochmal so ein Typ. Es tut mir leid. So, da wo der Pfeil jetzt stecken wird. Ah. Hui. Komm. Bogenkill. Wunderschön. Jetzt sind da. Ah, ein Eisgolem. Rückshave. Hier ein Eisgolem. Ist sonst noch was? Also, ich habe gehört, hier sind irgendwo Jäger. Troll. Und Erz. Ich dachte, hier sind Jäger. Ist da ein Eisgolem? Schlitzen mal ein Eisgolem. Na gut. Hopp, taube ich auch. Hetzer. Etsch. Die schon fast den Kohle killt mich. Ha. Zerlegt. Zerlegt. Ein Steak hinterher. Das sind zwei Ripper. Da wäre noch ein Troll. Eigentlich hätte ich gehofft, die Leute vom Jägerlager jetzt noch zu finden. Beziehungsweise das Jägerlager. Achso, da in der Ferne. Ja, die sind halt kein Problem, die Rippe. Da wäre noch ganz in der Ferne Xardas Turm zu sehen. Nur mal so als Anmerkung. Der höchste Berg von Nordmar? Vielleicht? Ne, sind alle hoch. Die sind alle hoch. Und der kaputte Hütte. Und. Ach, da sind ein paar Jäger. Süß. Also Leute, es war mal wieder wunderschön. In der nächsten Folge töten wir den Ripper, labern mit Jägern.
Vielleicht gibt es da noch mehr Jäger irgendwo. Vielleicht gibt es da noch andere Sachen zu töten. Vielleicht. Die wollen bestimmt Felle. Ich gehe mal stark davon aus, das sind Jäger, die wollen immer Felle oder Futter. Irgendwas wollen die. Und ja, oh, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Einschalten. Mal sieht's hier in der nächsten Folge Gothic 3. Bleibt sauber und haut rein.